Wenn du Schwierigkeiten hast, wegen der Corona-Krise deine Rechnungen zu bezahlen, darfst du einige Zahlungen auf später verschieben. Was machst du zum Beispiel, wenn du momentan deine Miete nicht zahlen kannst? Informiere zuerst deine Vermieterin oder deinen Vermieter, dass du wegen der Corona-Pandemie weniger oder gar nichts mehr verdienst. Ab April bis zum 30. Juni 2020 darfst du die Zahlung deiner Miete stoppen oder erst einmal weniger zahlen, ohne dafür eine Kündigung zu bekommen. Allerdings musst du die noch nicht oder zu wenig bezahlte Miete innerhalb von 2 Jahren nachzahlen. Wenn du das nicht innerhalb der Frist tust, darf der Vermieter dir kündigen. Die gleiche Regelung gilt, wenn du ein Geschäft hast und die Miete wegen des Coronavirus nicht zahlen kannst. Auch andere Zahlungen können später gemacht werden, wenn du beweisen kannst, dass du finanzielle Schwierigkeiten wegen der Corona-Pandemie hast. Du kannst zum Beispiel die Rechnungen für Strom und Gas später bezahlen. Das gleiche gilt auch für die Telefon- und Internetkosten. Außerdem hast du das Recht, Beiträge für bestimmte Versicherungen, zum Beispiel private Krankenversicherungen, zu stoppen. Dies gilt zunächst für 3 Monate, also für April, Mai und Juni. In dieser Zeit musst du nicht befürchten, dass dir der Strom, das Gas oder das Internet abgestellt wird. Du musst auch nicht befürchten, dass du später Mahn- oder Inkassokosten zahlen musst. Bitte beachte, du musst die noch nicht bezahlten Rechnungen ab Juli 2020 nachzahlen. Diese Sonderregelung kann vom Gesetz bis September verlängert werden, falls sich die Lage wegen des Coronavirus nicht verbessert. Und was ist mit den Raten für deine Kredite bei der Bank? Du kannst die Raten für deinen Kredit auch von April bis Juni 2020 stoppen. Die Verbraucherzentrale Hamburg sagt, dass das auch für Immobilienkredite gilt. Kläre mit deiner Bank, wann und wie du die nicht bezahlten Raten nachzahlen kannst. Wenn ihr euch nicht einigen könnt, verlängert sich der Kreditvertrag automatisch um 3 Monate.